Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Wir haben die Sterne angeguckt und da fällt mir übrigens gerade ein, das Teleskop ist wieder weg. Warum habe ich denn so ein riesiges Teil gebaut, was auch noch ziemlich teuer war mit Gold und allem Pipapo? Und das ist jetzt einfach weg. Das ist doch nicht zu fassen. Sowas finde ich ehrlich gesagt immer beschiss, weil man baut die Sachen. Oh, was ist jetzt los? Man baut die Sachen und dann sind sie einfach weg. Oh, eine neue Erinnerung. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Von der Hexe und der Zauberer. Okay. Bei Wally, glaube ich, waren wir ja jetzt auch komplett fertig, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde ihn jetzt nur mal gerne finden. Ach nee, waren wir doch nicht komplett fertig. Aber das ist fertig. Ja gut, die anderen, die sind gar nicht hier drin, sehe ich jetzt gerade, die wir von Wally bekommen haben. Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch einiges zu sammeln. Aber was ich jetzt eigentlich in dieser Folge mit euch machen wollte. Und zwar wollte ich die letzte Quest von... Ich finde das ja immer noch so genial hier links mit Donald. Die letzte Quest vom Prinzen wollte ich machen. Wo ist er? Da steht er. Hi. Hallo? Du bist der Einzige, mit dem ich überhaupt noch eine Quest machen kann momentan. Weil ich kann Scar im Moment nicht weiter leveln. Hi Gameplayerin, wenn du etwas Zeit hast, hätte ich ein weiteres Rätsel, bei dessen Lösung ich deine Hilfe brauche. Ich habe immer Zeit für meine Freunde. Danke. Also, auf meiner letzten Expedition segelte ich an einigen mysteriösen Ruinen vorbei. Mein Kompass fing an, verrückt zu spielen. Ich glaube, irgendeine Art von Magie hat ihn beeinflusst. Mysteriöse Ruinen und eine Art Magie, die den Kompass durcheinander bringt? Hm, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Ich stimme zu. Ich habe ein seltsames Talartefakt gefunden, als ich bei den Ruinen vorbeisegelte. Dann kam ein Sturm auf. Ich wette, dass es in diesem Gebiet noch mehr zu finden gibt, wenn ich nur näher herankäme. Aber wenn ich das tue, ist mein Kompass nutzlos. Also habe ich mir gedacht, was wäre, wenn wir ihn verzaubern könnten, um durch die Magie zu kommen. Dann könnte ich die Entwürfe für alle Arten von erstaunlichen Artefakten verkaufen. Ich werde Merlin fragen. Er weiß einiges über Verzauberungen. Das wäre großartig. Hier, nimm meinen Kompass und das Artefakt, das ich gefunden habe. Vielleicht kann er den Kompass so verzaubern, dass er uns zu den Ruinen führt. Ja, hau mir den einfach gegen den Kopf. Kein Thema. Bis bald. Das meinen die mit Artefakt. Okay. Gut, sprich mit Merlin. Es wird da sehr lustig gemacht. Ich weiß doch überhaupt gar nicht, wo der ist. Ich laufe hier einfach hoch. Der ist wahrscheinlich wieder beim Essen, ne? Ah, diesmal nicht. Ach, da unten ist er. Merlin, hau mir jetzt bloß nicht ab. Da hinten, ich sehe ihn schon. Du wolltest die Sterne auch mal mit deinen eigenen Augen sehen. Gib's zu. Hier bin ich. Wir müssen reden. Genau, deswegen bin ich hier. Da bist du ja. Ey, was für ein rätselhaftes Artefakt. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was es sein könnte. Erik hat ihn bei einer Expedition gefunden. Ich möchte diesen Kompass verzaubern, um weitere Objekte zu finden. Ich brauche dafür deine Hilfe. Nun, ich bin immer gerne bereit, jedem zu helfen, der mehr über die Welt erfahren möchte, Gameplayerin. Um diesen Kompass zu verzaubern, brauchen wir ein paar Materialien. Sag jetzt bitte nicht Blumen, sag jetzt bitte nicht Blumen. Unsere Methode wird derjenigen ähneln, die wir verwendet haben, um Donald zu finden. Finde als erstes ein paar gereinigte Nachtscherben und Kristalle. Bring dann alles, wenn du fertig bist, zu mir. Das Danke, macht es auch nicht besser. Achso, Moment, Kristalle. Ah, Kristalle. Kristalle sind doch diese bunten, oder? Die könnte ich auf jeden Fall noch haben. Also die habe ich auf jeden Fall, aber ob ich da jetzt 10 von habe oder wie viel ich davon habe, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Gereinigte Nachtscherben, ja, ist immer so ein leidiges Thema, aber die muss man ja eh herstellen. Nee, das sind die anderen Kristalle. Aber von denen habe ich zum Glück auch... Aber da brauche ich 10 Stück von, ne? Oh. Das ist nicht euer Ernst. Ich muss dringend wieder in die Mine gehen. Ich merke das schon. Gereinigte Nachtscherben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, brauche ich da die schwarzen für? Brauche ich da beide für? Achso, ja, die zieht er eh da raus. Okay. Jetzt habe ich aber vergessen, wie viele. 5 Stück, okay. So, wie war das, was man nicht im Kopf hat? So, 25 von den schwarzen. Die müsste ich dann auch nochmal farben. Die gehen auch so langsam, aber sicher zur Neige.
Bringe die Zutaten für die Verzauberung zu Merlin. Ist er denn immer noch da? Wahrscheinlich eher nicht. Natürlich nicht. Warum sollte er auch da sein, wo er gerade vor ein paar Sekunden noch gewesen ist? Er ist bei sich im Haus. Nicht im Haus, aber da am Haus, da in der Nähe. Okay. Ich will immer sprinten, aber das bringt mir überhaupt nichts in dem Spiel. Das ist dein Traum, weißt du? Nur du kannst helfen. Nein, das stimmt nicht. Nur der Entwickler kann mir helfen. Da verbeugt er sich vor dieser Antwort. Würde ich auch tun. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Wunderbar, bleib jetzt zurück. Higitus, Pigitus, Migitus, Mac. Kompass, zeig uns den Weg. Fühle ich mich fast wie in Hogwarts. Aber die müssen nicht so viel dabei reden. hier bitte. Jetzt kann Prinz Erik diese Meere ohne Probleme befahren. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ja, du hast es selbst gemacht, aber... Nein, reden wir lieber nicht drüber. Ach, wo ist der Kerl denn schon? Der ist schon wieder am Essen, das war mir so klar. Wenn ich ihn nicht bei Ariel... Nee, bei Ariel finde ich ihn eigentlich selten, ehrlich gesagt. Wenn ich ihn nicht im Wald finde oder in der Nähe von seinem Schloss, dann ist er meistens am Futtern. Ich weiß nicht, der Kerl hat immer so übermäßigen Hunger. Ah, ein perfekter Tag für ein Picknick. Scar, guck woanders hin. Danke fürs Vorbeikommen. Du brauchst nicht auf den Tisch zu schielen. Und doch nicht auf die Menschen. Merlin hat meinen Kompass verzaubert. Das ist fantastisch. Damit kann ich die Ruinen finden. Natürlich brauche ich immer noch eine Möglichkeit, lange genug zu tauchen, um mich umzusehen. Ich liebe es zu tauchen. Dann wirst du meine Idee lieben. Ich muss einen Weg finden, auf den Meeresgrund zu laufen und trotzdem zu atmen. Anders als Ariel gehöre ich nicht zum Meervolk. Wie wäre es mit einem Tauchanzug? Mädel, der hat von Atmen gesprochen, nicht davon, dass er da unter Wasser irgendwie angezogen sein möchte. Das würde helfen. Ich wette, Herr Duck weiß, wie man einen macht. Okay, ich habe ein paar Pläne für einen Tauchanzug von Dagobert Duck bekommen. Wow. Der kam jetzt echt hier rein ins Restaurant und hat dir die Dinger gegeben. Das ist krass. Wir werden Stoff, Goldbarren, Eisenbarren und etwas Glas benötigen. Ja, keine Blumen, keine Blumen. Wenn du das alles findest, werde ich mir die Pläne ansehen. Bis bitte bald. Nicht 20 Stück von jedem oder so. Oh, leck. Ja. 15 Eisenbarren sind ja schon heftig, aber 20 Stoff? Hallo? wieso? Ich habe doch so viel Glas. Wieso muss ich das jetzt rausnehmen? Moment, was ist mit den Goldbarren generell? Ich habe, glaube ich, habe ich Goldbarren oder Goldklumpen? Ich glaube, ich habe nur... Ja, ja, Goldklumpen, genau. Muss ich die erstmal herstellen. So. Aber ich verstehe nicht, ich habe doch genug Glas. Oder nicht? 8 Glas, 15 Eisenbarren. Oh, oh. Moment, 8 Glas. Ah, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Wir haben nur 11. Oh, das ist nicht euer Ernst, dass ich jetzt hier wirklich für jede Folge wieder irgendetwas farmen muss, ey. Was war das mit dem Stoff? Das war 20. Hatte ich doch richtig in Erinnerung? Dafür brauche ich Baumwolle, die ich natürlich nicht habe. Wir können 3 Stoff machen. Juhu, juhey. Das ist nicht euer Ernst. Was war denn? Das war aber aus Fasern. Wieso macht man grüne aus? Naja, ich frage besser mal nicht nach. Baumwolle, die muss ich mir dann extra noch anpflanzen oder was? Also ich brauche die in 5er Schritten. Ja, nein, 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 ich will keinen Seetang. Dann, schauen wir mal. Also, Eisenbarren. Eisenbarren habe ich meines Wissens nach in der Höhle überwiegend. Aber irgendwo anders konnte ich die, glaube ich, sonst auch noch holen. Sammeln, ist es sammeln? Ja. Eisenerz, nicht Eisenbarren natürlich. Wald der Tapferkeit und Lichtung des Vertrauens.
Okay, im Wald und in der Lichtung. Dann schauen wir mal, ob wir da ein bisschen was zusammenbekommen. Ich dachte aber eigentlich, dass wir da auch was in der Dings hätten. Du bist Reis, oder? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ist. Oh. Dieses ewige Farmen, das geht mir so auf den Senkel. Jetzt weiß ich auch gar nicht, wie viel wir jetzt eigentlich brauchen, um die 4 Eisenbarren zu machen. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr drauf geachtet. Komm, du stehst mir im Weg. Oh. Du stehst mir im Weg und schon muss das Zeug natürlich jetzt hier breit gefächert irgendwo auf den Boden fallen. Das war so klar. Geh mir aus dem Weg, Scar. So, Moment. Dann können wir hier noch was machen. Ernte Gemüse. Ich sehe wieder nichts. Hallo. Also wenn ich das neu mache, ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch die Bäume so verteilt, dass in einem Land ganz viele Bäume sind und im anderen gar keine oder sowas. Moment, wo muss ich denn jetzt? Da muss ich hin. Weil mich das einfach nervt, dass jedes Mal vor diesen Dingern hier... Oh, oh, dich nehme ich jetzt aber mit. Die blauen... Gut, dich kann ich auch mitnehmen, bevor wir da jetzt auch wieder neue von brauchen von den Blumen. Weil ich habe da jetzt so lange dran rumkrakeelt hier. Ach so, hier war das andere, genau. Hinten ist auch nochmal eine Lila, ne? Oder vielleicht doch eine blaue, ich bin mir nicht sicher. So, was haben wir denn hier? Ah. Was von der Eiskönigin. Schade, ich dachte, das zweite Auge kommt jetzt. Aber man kann nicht alles haben. Dich nehmen wir auch direkt noch mit. So, das ist die vorletzte Stelle. Vorne ist auch nochmal eine Stelle. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, wie viele wir jetzt davon brauchen. Ob wir jetzt 5 brauchen oder ob wir jetzt 2 brauchen oder für jeden Einzelnen das umwandeln können. Oder ich habe keine Ahnung. Ich nehme auch direkt mit. Dich auch. Jetzt können die auf einmal respawnen. Jetzt, wo ich gerade an einer anderen Quest gewesen bin. Aber wenn man hier die ganze Zeit steht und eine halbe Stunde, Stunde am Warten ist, dann kommen die nicht. Also das ist sehr, sehr seltsam. Ich habe auch mal im Internet geguckt, wie lange denn eigentlich die Zeit ist, bis die wiederkommen. Also generell so die Blumen. Es konnte keine Seite sagen, weil wohl das Problem darin liegt. Zum Wald können wir noch, ne? Aber ich gucke jetzt erstmal kurz, ob das schon genug ist eventuell. Weil das Problem wohl daran liegt, dass die Blumen keine festen Zeiten haben. Ja, ihr habt richtig gehört. Das heißt, Kürbisse und so weiter haben alle feste Zeiten, aber die Blumen nicht. Oh, ist das euer Ernst? In 5er-Schritten habe ich übrigens gerade gesehen. Okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal eben zum Wald der Tapferkeit. Und ich behaupte mal, wenn jetzt nicht alles total schief läuft, und ich wollte es eigentlich gar nicht aussprechen, dann sollte es doch normalerweise möglich sein, da jetzt noch einmal 5 zusammenzukriegen vom Eisenerz, dass wir hier einen Barren zumindest machen können, oder? 2 haben wir schon mal. Da hinten war, soweit ich weiß, nichts mehr. Da geradeaus rechts könnte noch einer gewesen sein. Nee, da war, glaube ich, keiner. Dann ist es nur noch der eine hier oben. Du musst nicht an jeden Stein hängen bleiben. Du darfst auch gerne weiterlaufen. So. Ich weiß nicht, ob uns das eventuell schon reicht. Also das sind auf jeden Fall jetzt 5. Aber ich gehe jetzt trotzdem hier vorne auch nochmal kurz hin. Weil es ist ja doof, wenn wir dann nachher Eisenbarren brauchen und keine haben. Da war jetzt gar nichts drin, ne? Also so wie jetzt quasi. Wenn wir was brauchen, es aber nicht haben. Du darfst gerne hier rumlaufen. Und das Schlimme ist, dass es alles so positioniert, wie es im Original schon war. Und trotzdem bleibt man immer irgendwie wieder überall hängen. Das ist teilweise echt schrecklich. Aber gut, ich meine, das schmälert ja nicht das Vergnügen, dieses Spiel zu spielen. Naja, bis zu einem gewissen Grad schon, so ein ganz klein wenig, aber jetzt nicht so extrem. Es ist halt nur unter Umständen doch schon mal etwas nerviger. Hier hatten wir, glaube ich, nichts. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Und dann haben wir das größere Problem.
Nämlich den Stoff. Da müssen wir dann tatsächlich drauf warten. So, ich werde... Achso, geht ja nur eins. Oh, ich habe eins zu wenig. Toll. Das war so klar. Na gut, aber immerhin haben wir das jetzt schon mal. Dann würde ich sagen, dann schaue ich mal, dass ich alles für den Stoff jetzt anbaue. Ich darf jetzt gar keinen... Achso, der sagt es mir nur, weil ich... Okay, ja, ja, ich dachte schon. Okay, ich schaue, dass ich jetzt mal irgendwo Baumwolle anbaue und ja, kann nur hoffen, dass die nicht so lange brauchen, bis die durch sind. Ich cutte euch das aber zusammen. Bis gleich. So, ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich habe alle Materialien zusammen und jetzt müssen wir mal schauen, wo Erik eigentlich ist. Der ist natürlich mal wieder wie immer beim Essen. Der Kerl scheint nichts anderes zu können. Entweder ist er beim Essen oder ist irgendwo im Wald, habe ich ihn schon mal gesehen, aber irgendwie scheinbar nie bei Ariel. Er sollte hier zumindest eigentlich essen, ist gerade wieder abgehauen. Bin ich jetzt doof? Wo ist der denn hin? Erik, hallo. Du Abtrünniger, wo bist du jetzt auf einmal hin? Erik möchte nicht mehr mit uns sprechen. Ja gut, Ursula, das kennen wir ja, dass die hier am Hin- und Herporten ist. Erik ist wieder am Einkaufen. Wenn er nicht am Essen ist, ist er am Einkaufen. Das ist doch nicht normal. Oh, da war ich heute auch noch nicht drin. Erik! Da ist er. Hast du kurz Zeit? Hier. Hast du deine Materialien? Danke fürs Vorbeikommen. Das ist unglaublich, Gameplayerin. Du hast alles gefunden, was ich brauche. Ich werde den Tauchanzug zusammenbauen und zu meiner ersten Expedition aufbrechen. Wir sehen uns, wenn ich zurück bin. Was? Ja! Yeah. Nun, mein Tauchgang war ein großer Erfolg. Boah, der ist so schnell. Das war für mich, als ob der sich gar nicht bewegt hätte. Als ob der hier stehen geblieben ist. Krass! Ich habe alle möglichen seltsamen und mystischen Dinge auf dem Meeresboden bei diesen Ruinen gefunden. Falls du daran interessiert bist, die Pläne dafür befinden sich bei mir zu Hause. Vielleicht kannst du ein paar davon verwenden, um Dinge für das Tal zu bauen. Klingt großartig. Und hey, jetzt wo ich gefunden habe, wonach ich gesucht habe, werde ich diesen Taucherhelm nicht mehr brauchen. Ich würde ihn dir gerne geben. Ja, das ist super. Der ist sicher sehr stylisch. Ein Taucherhelm? Er ist so modig. Ja, genau. nützlich. Aber sei vorsichtig. Die Suche auf dem Meeresgrund solltest du lieber uns Profis überlassen, okay? Oh, und Ariel und ich wollten auch, dass du das hier bekommst. Wir können dir nie genug dafür danken, Gameplayerin. Aber vielleicht gibt dir dieses Geschenk von uns eine Vorstellung davon, wie viel du uns bedeutest. Ein Schiff, ein Schiff. Weiter so. Ja, danke schön. Damit haben wir dann auch Erik abgeschlossen. Sehr schön. Da meine Stimme auch schon keine Lust mehr hat, bei mir zu bleiben gerade. Schauen wir mal eben, was das denn ist. Die Frage ist, ist das etwas, was man... Ich denke mal, das ist so ein kleines Schiffchen. Ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt sehr groß ist. Stunden später. Bis wir dann irgendwann mal unten angekommen sind. Ja. Das Blöde ist, da steht ja auch nie bei, wie die Dinger heißen. Ach ja, den Pool wollte ich ja auch noch machen. Mann. Ah ja, Miniaturboot. Genau. Miniaturboot. Kann man, denke ich mal, schön drinnen reinstellen. Das wollte ich... Oh, der sieht ja geil aus. Den muss ich mir auf jeden Fall auch mal hinstellen. Das ist klasse. Ja, super. Dann weiß ich Bescheid. Ja, und ihr seht schon, im Hintergrund wartet Mini schon ganz ungeduldig. Die habe ich nämlich nebenbei gelevelt. Und wer ist mich hier schon wieder am Stören? Maui natürlich. Wer auch sonst? Ja, wie gesagt, die habe ich im Hintergrund mal eben gelevelt. Und ich denke, dass wir dann... Ach nee, Scar ist noch verfügbar.
Stimmt. Ich denke, wir werden dann in der nächsten Folge erstmal mit Scar weitermachen. Aber danach werden wir dann auf jeden Fall mit Mini weitermachen, denke ich mal. Die muss ich allerdings noch einmal, glaube ich, leveln. Das sollte bis dahin aber kein Problem sein. Genau, die ist nämlich aktuell nur auf Level 9, damit wir dann direkt beide Aufträge hintereinander reinkriegen. Ja, dann bleibt mir leider nichts anderes mehr zu tun, als zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.